Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Projekt. Oder besser gesagt, zu einer neuen kleinen Demo. Und zwar des Spieles Pokémon Aurora. Gemacht durch die RPG Stars, soweit ich weiß, Celery und Mr. Prince. Mr. Prince, auch bekannt durch die Entstehung von Pokémon Dusk, Pokémon Dawn, Pokémon Nightfall und so weiter. Und das hier ist der nächste Streich von ihm, oder von ihnen besser gesagt. Pokémon Aurora. Und dieses Spiel, beziehungsweise die Demo, sehen wir uns jetzt gemeinsam an. Neues Spiel. RPG Stars präsentiert. Ich begrüße Sie alle recht herzlich, meine Damen und Herren. Ich bin Rufus Spengler, der neue Präsident der Safari-Zone. Neue Pokémon aus Hoenn und Johto wurden extra für diesen großen Tag eingeflogen, um die Vielfalt unserer Safari-Zone zu erweitern. Liebe Pokémon-Trainer, Sammler, Forscher und Züchter, hiermit erkläre ich die Safari-Zone von Fuchsania City wieder für eröffnet. Mr. Spengler, gibt's neben den neuen Pokémon auch andere Neuerungen in der Safari-Zone, hä? Wie gut, dass Sie fragen. Wir haben ein großes neues Areal hinzugefügt, um den Pokémon aus Johto und Hoenn einen qualitativ hochwertigen Lebensraum zu bieten. Die neuen Pokémon werden sich hier sehr wohlfühlen, das garantiere ich Ihnen. Wer ist das? Der sieht mir suspekt aus. Elias! Endlich! Das ist meine Chance. Meine Chance, endlich ein ernstzunehmender Pokémon-Trainer zu werden. Und als Besucher der ersten Stunde dürft ihr nun in die Safari-Zone eintreten. Ich wünsche euch viel Spaß. Oh, verdammt. Ich sollte mich beeilen, bevor sie mir alle Pokémon wegschnappen. Was hat der Kerl vor? Sich ein Pokémon holen vermutlich. Könnte ich mir vorstellen. Wie schön Fuchsania City doch aussieht. Findest du nicht? Deswegen nennt man sie die Stadt der Morgenröte. Pokémon Aurora. Wunderbar. Ich bin gespannt. Ich freue mich. Das wird bestimmt einmal mehr ziemlich, ziemlich cool. Ja, da steht ein Spiel von Celery und Mr. Prince. Verlinkungen, wie immer, unten in der Videobeschreibung. Hier bin ich also, die Safari-Zone von Fuchsania City. Nee, geh mir aus der Sonne! Was ist denn los mit dir? Verpiss dich! Was ist denn mit der verkehrt? Naja, wie auch immer, auf geht's. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Oh, ich kann mich bewegen. Ich bin ja schon gespannt auf das neue Areal und die Pokémon aus Johto und Hoenn. Warte, ich wollte nicht mit dir reden. Hab ich ein Menü irgendwo? Moment, muss mal kurz alle Tasten durchgehen. Nee, scheinbar nicht. Oh, da drüben ist ein Potrot. Ich will einen Potrot haben. Was mit dir? Hey! Ich suche hier gerade Pokémon. Such dir gefälligst einen anderen Ort. Na, die Leute sind seit der Wiedereröffnung der Safari-Zone richtig gierig geworden. Ich kann sie aber nicht verübeln. Ich bin ja aus dem gleichen Grund hier. Kann ich wieder rausgehen? Nö. Steht hier auf dem Schild. Willkommen in der Safari-Zone. Hier. Rathaus. Was, ein Rathaus in einer Safari-Zone? Okay. Ich bin hier im Auftrag von Professor Eich. Ich soll das Verhalten der Pokémon aus Hoenn und Johto erforschen. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Ich auch. Was ich mich jetzt gerade frage, kommt hier vielleicht schon ein Pokémon? Ich habe kein Menü, nix. Beziehungsweise ich werde vermutlich auch keine Safari-Bälle dabei haben. Nee, da kommt nichts. Was mit euch? Hallo, du da, junger Mann. Bleib mal bitte stehen. Wir haben einige Fragen an dich. Du bist sicher ein Pokémon-Trainer, oder? Hättest du Lust auf ein kleines Interview? Ja, wieso nicht? Wie schön, dann legen wir doch gleich mal los. Was sind deine Ziele für heute? Was erwartest du dir von der Safari-Zone? Nun, ich möchte einfach nur Spaß haben, möglichst viele Pokémon fangen, alles auf mich zukommen lassen. Weiß ich nicht. Möglichst viele Pokémon fangen, komm. Ich will versuchen, möglichst viele verschiedene Pokémon zu fangen. Ich bin sicher, das wird sehr spannend. Interessant. Gäbe es denn ein Pokémon, was du besonders gerne fangen würdest? Na, ich kenne leider kaum Pokémon aus den anderen Regionen. Sichlor, Kangama oder Tauros wären Kandidaten, die ich besonders gern fangen würde.
Na, dann wünschen wir dir viel Spaß und Glück bei deinem heutigen, bei deiner heutigen Safari. Wir hoffen, du wirst einigen Pokémon begegnen und das eine oder andere auch fangen können. Das war's schon mit dem Interview. Vielen Dank. Ja, bitte, bitte. Du hier. mal ganz unter uns. Ich kann diese grelle Stimme langsam nicht mehr ertragen. Tja, was haben wir hier? Zentrum, Norden, Areal 2. Radfratz. Oh, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ein Radfratz. Nein, ein Radfratz möchte ich jetzt nicht unbedingt fangen. Ich sollte mich erstmal umschauen, bevor ich daran denke, ein Pokémon zu fangen. Das Pokémon, das ich haben möchte, sollte etwas Besonderes sein. Da ist ein Quapsel im Wasser, sehr cool. Oh, da ist ein Raupi auf dem Baum. Will ich haben. Was mit dir? Park Ranger Thomas. Bisher verlief alles nach Plan. Die Gäste scheinen allesamt sehr zufrieden zu sein. Hoffentlich bleibt das auch so. Park Ranger Thomas. Ich mag den Typen. Oh, hallo Raupi. Ein Raupi ist zwar ein gutes Pokémon für Anfänger, aber nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich will das Raupi haben, du Idiot. Okay, er hat scheinbar andere Pläne. Dann halt nicht. Wer bist du? Auf Route 15 bin ich einem Kerl begegnet, der sagte, man lebt nur einmal. Deshalb sei er ein Bandit. Das war ziemlich unheimlich. Lass mich jetzt da durchgehen. Was haben wir hier? Nochmal ein Rathaus. Warum nochmal ein Rathaus? Moment, ich habe mich bestimmt verlesen. Das heißt bestimmt... Ah, Rasthappen. Ich bin doch ein Vollidiot. Rasthaus heißt das. Sorry. Ich habe mir für diesen großen Tag extra freigenommen. Mein Hobby ist wirklich wichtig für mich, weißt du? Man sollte sich für seine Interessen immer Zeit nehmen. Auch wenn sich das bei mir recht schwierig gestaltet, da ich auf einem Kreuzfahrtschiff arbeite. Lass mich raten. Sie arbeiten sich auf der MS Aang. Ja, so ist es. Aber ich bin echt froh, hier zu sein, um Zeit für mich zu haben. Außerdem habe ich zuletzt mit meinem Kollegen gearbeitet, der noch nicht so lange dabei ist und den ich ein bisschen eingearbeitet habe. Hat die ganze Zeit Selbstgespräche geführt und war sehr introvertiert. Echt seltsamer Kerl. Aber egal, ich will dich nicht länger aufhalten, Junge. Na, kein Ding, war ein interessantes Gespräch, man sieht sich. Oder auch nicht. Aber ich will das Raupi haben, verdammt. Was haben wir hier? Tipps für Trainer. Überall in der Safari-Zone liegen Items verstreut. Sammle sie ein und du darfst sie behalten. Warum? Darum. Ich habe noch kein einziges gesehen. Ich bin bestimmt zu spät. Was mit dir? Da oben in Zickzacks. Ich schnapp sie mir alle. Na dann mal, viel Glück dabei. Kann auf jeden Fall eine Weile dauern. Bei den ganzen neuen Pokémon hier. Was interessieren mich die Pokémon, ne? Ich bin hier wegen der ganzen heißen Mädels. Ja, du mich auch. Ich könnte da unten weiter. Ich kann hier oben weiter. Was ist das zu ein Dummisel? Ach so, hab ich jetzt gar nicht erkannt. Dummisel! Das Pokémon ist wohl nicht das motivierteste. Es zu fangen wäre vielleicht nicht die beste Entscheidung. Und das hier? Zickzacks! Meine Mutter hatte mal einen Zickzacks. Sie sind nicht gerade pflegeleicht. Vielleicht nicht das geeignetste Pokémon für mich. Was willst du denn für eines, du Typ? Ich frage mich, welchen Sinn diese komplett leere Freifläche hier hat. Das habe ich mich schon damals gefragt, als ich zum ersten Mal hier war. Aber egal. Sie ist jetzt allein meine leere Freifläche. Ja, kannst du behalten, meinetwegen. Ist mir egal. Okay, Typ, du wirst also ein Tauros oder ein Sichlor oder ein Kangama. Oh, das... das Dickta sieht cool aus. Tipps für Trainer. Pokémon verstecken sich im hohen Gras. Ja, ja. Ich könnte hier bereits weiter. Will ich aber noch nicht. Okay, hier noch das Dickta ansehen. Dickta. Dickta sind ja ganz okay. Aber ein Pokémon, das die ganze Zeit unter der Erde bleibt... Ich weiß ja nicht. Oh, du bist ein Idiot. Bist du das hier? Das kann ich nicht mal ansprechen. Schade. Oh, da ist ein Schicki im Wasser. Nimm doch das Schicki. Oh, ich könnte hier überall weitergehen. Areal 2. Shit, jetzt muss ich langsam aber sicher entscheiden, wo ich lang gehen. Oh mein Gott. Mein Tauros. Das muss ich unbedingt fangen. Jetzt aber vorsichtig. Mist, das habe ich entdeckt. Also dann, jetzt gilt's. Fuck. Bei Tauros hat meistens den Stein geholfen. Was? Was? Shit! Shit! Shit, ich kann's nicht! Komm schon! Hallo? Das war ein Treffer! Oho, Tauros sieht sauer aus! Also dann, Safari-Ball, flieg! Das ist tatsächlich ein Safari-Ball, von den Farben her, sehr geil! Hat geklappt? Hab ich es gefangen?
Habe ich es gefangen, oder? Scheint so. Klasse, Elias hat Tauros gefangen. Oh mein Gott. Typ, du bist ein Lacker, weißt du? Weißt du, wie lange ich damals in Pokémon Blau und Rot gehabt habe? Oder gebraucht habe, bis ich einen Tauros hatte? Ewigkeiten. Na, ich fasse es nicht. Beim ersten Versuch habe ich tatsächlich einen Tauros gefangen. Tauros ist ein richtig starkes Pokémon. Damit kann ich endlich ein ernstzunehmender Trainer werden. Hm. Ich kann mich ja in der Safari-Zone noch ein wenig umschauen. Vielleicht kann ich ja noch weitere starke Pokémon fangen. Mehr starke Pokémon schaden ja nicht. Aber ich habe immer noch kein Menü. Das kommt vielleicht erst noch. Ich möchte mich überall umsehen, ehrlich gesagt. Tauros, sehr interessant. Was mit dir hier? Hallo? Junge Frau. Ich bin jetzt pleite, mein letztes Geld ist für die Safari-Zone draufgegangen. Hey, sieh mich nicht so an. Ich kann auch nichts dafür, wenn ich ständig jeden Trainerkampf verliere und in Ohnmacht falle. Ah, jetzt bin ich hier oben. Aha. Okay, hier oben gibt es scheinbar nichts. Gut, gut, gut. Ich hätte auch gern das Potrot. Oder das Dicta. Oder wie gesagt, das Raupi. Mm. Tipps für Trainer. Erforsche die Safari-Zone. Bla, bla, bla. Rettern. Ne. Junge Mann. Ich verstehe nicht, wie die ganzen Pokémon-Trainer das machen. Was meinst du? Mit dem Geld. Jedes Mal, wenn ich einen Trainerkampf verliere, muss ich Geld abdrücken. Ich bin fast pleite. Zu allem Überfluss habe ich einen Haufen Geld in der Spielhalle in Prismania City verzockt. Und meine letzten Pokédollar sind dafür draufgegangen. Ich hoffe, dass es sich lohnt und ich endlich ein paar starke Pokémon fange. Ja klar, das schaffst du schon. Du und deine Pokémon müssen zu einem Team verschmelzen. Trainiere weiter und kümmere dich gut um deine Pokémon. Ja, das tue ich doch. Wie soll ich dann deine Aussage verstehen? Dass du dir hier vermeintlich stärkere Pokémon fangen willst, hä? Es klingt so, als wären die deine jetzigen nicht so wichtig. Naja, sind sie schon. Dann zeig es ihnen. Auch ich habe es nicht immer leicht, im Gegenteil. Vielleicht hast du recht, aber es gestaltet sich recht schwer, meine drei Carpador zu drehen und eine Bindung zu ihnen aufzubauen. Ich sag's nur, es ist nicht so einfach. Das wird schon, aber vielleicht kannst du dir ja doch das eine oder andere Pokémon hier fangen. Du weißt schon, dreimal dasselbe Pokémon im Team zu haben. Naja, die Mischung macht's, denke ich. Ja, das denke ich auch. Ich danke dir auf jeden Fall für dein offenes Ohr und deine aufmunternden Worte. Ich bin übrigens Cedric. Kein Problem, Cedric. Ich heiße Elias. Bleib im Ball, okay? Mach ich, Elias. Danke. Vielleicht sieht man sich mal wieder. Bestimmt. Die Welt ist ja bekanntlich klein. Stimmt's? Also, ciao. Oh, so viele Wege. Aha, jetzt bin ich da. Ah, Item! Trank. Cool. Und wie setze ich das jetzt ein? Wie gesagt, ich habe noch kein Menü. Hä? Ich habe kein Menü. Was steht da? Hier ein Item versteckt. Kann ich hier runterspringen? Nein. Oh, so viele Wege. Kann ich dir helfen, mein Freund? Ich fange hier gerade einen Magnesido. Stör mich nicht. Okay, ich habe ein Haus. Nochmal ein Rasthaus. Kein Rathaus, ja, ein Rasthaus. Ist hier im Müll was drin? Nö. Schnösel. Das Safari-Spiel gibt es nicht mehr. Zum Glück, Mann. Das hat mir damals echt den letzten Nerv geraubt. Auch dass es keine Zeitbegrenzung mehr gibt, begrüße ich. Man bezahlt zwar etwas mehr, dafür aber für den ganzen Tag. Und da ich die finanziellen Mittel habe, kann ich ab jetzt täglich von morgens bis abends Pokémon fangen. Wenn mir der Sinn danach steht, klasse. Leck mich. Parkranger Frank. Die Pokémon aus den anderen Regionen werden sich hier gut einleben, da bin ich sicher. Ja, denke ich auch. Okay, okay, okay. Da hoch lang, da hoch lang. Ja, das ist auch Deutsch, da hoch lang. Hallo, Rettern. Da drüben war ich. Ja, ich möchte mir natürlich alles ansehen, alles. Komme ich jetzt da irgendwie nach links rüber? Ja, aber zuerst wieder hier lang. Da ich das Tauros gefunden habe. War ich hier drin schon? Nee. Ich habe ein Pipit, tauscht es gegen Machomai. Na, tut mir leid, ich habe leider kein Machomai. No, das ist schade. Pipi also. Ne, ne, ne. Ich will das Schicki haben. Tipps für Trainer. Betrete das Labyrinth im neuen Areal 4. Schaffst du es hindurch, warte eine kleine Belohnung auf dich. Ich mag's ja. Rettern? Nee. Ich mag's ja solche Labyrinthe. Ich habe vorhin eine Nidorino gefangen. Jetzt will ich natürlich auch ein Nidorino. Andererseits würde ich auch gerne die neuen Pokémon in Areal 4 begutachten. Ha! Als Trainerin hat man es doch nicht leicht. Halt die Fresse. Was hast du zu melden? Bis vor kurzem stand da drüben noch das versteckte Haus. Ja, das kann gut sein. Sagst du zu den Statuen was? Nö.
hier geht's weiter. Das ist ein Krabi. Oh, cool. Hallo. Oh, hier gibt's so viele Pokémon, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Ich bin eben einem begegnet, welches aussah wie ein Schaf. Hey, hast du von diesem geheimen Haus gehört? Erzähl mir mehr. Klingt interessant. Erzähl mir mehr davon. Nun, wenn du dich nördlich hältst, erreichst du eine kleine Höhle. Und auf der anderen Seite der Höhle erwartet dich ein Labyrinth. Wer es durch das Labyrinth schafft, bekommt eine kleine Belohnung. Was man wohl bekommt? Ich würde es so gern wissen. Na, warum probierst du nicht, das Labyrinth zu meistern, wenn es dich so sehr interessiert, hä? Ah, nein, im Labyrinth gibt es nur sehr wenige Pokémon. Ich möchte erstmal hier in den Arealen bleiben und mich nach Pokémon umschauen. Ja, verstehe. Jedenfalls danke für die Infos. Das Labyrinth und ein besonderer Preis. Vielleicht bekommt man ein seltenes Pokémon geschenkt. Wer weiß. Vielleicht sollte ich mir dieses Labyrinth wenigstens mal ansehen. Ja, werden wir natürlich tun. Aber zuerst noch mich fertig umsehen. Nördlich sei das Labyrinth, ja? Hier ist das, da und da, was? Was mit dir? Verschwinde, du Knirps, das hier mein Jagdrevier. Hier gibt es echt interessante Pokémon. Du bist ein Arschloch, lass mich doch sehen. Hier fangen mein Freund und ich, verzieh dich. Arrogante Typen seid ihr doch. Echt arrogante Typen. Ja gut, dann habe ich nicht viele Wege. Dann muss ich scheinbar doch hier hochgehen. Aber Leute, bevor wir hier hochgehen und uns weiter hier umsehen, würde ich sagen, das war es erstmal für heute mit Pokémon Aurora. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!